zuerst mal noch einen Nachtrag zum letzten Mal. Wir hatten letztes Mal ja zwei neue Kennzahlen eingeführt für Raumkurven, Krümmung und Torsion. Und wir haben das bisher die ganze letzte Woche lang immer nur mit Kurven gemacht, die nach Bogenlänge parametrisiert sind, weil dann die Theorie einfacher ist. In der Praxis hatten wir ja schon öfter das Problem, dass die Kurven uns nicht den Gefallen tun, nach Bogenlänge parametrisiert zu sein. Es gibt für beides auch Formeln, die funktionieren für beliebige reguläre Kurven. Regulär müssen sie schon sein, damit das Ganze überhaupt definiert ist. Aber man kann dann Folgendes machen. Die Krümmung von so einer ganz allgemeinen regulären Kurve Alpha an der Stelle t lässt sich so ausrechnen, dass Sie den Geschwindigkeitsvektor nehmen, Kreuzprodukt mit dem Beschleunigungsvektor, davon die Norm und das Ganze teilen Sie durch die Norm des Geschwindigkeitsvektors hoch 3. Dann haben Sie eine Formel, wo Sie nicht extra nach Bogenlänge parametrisieren müssen, sondern wo Sie einfach einsetzen können. Beachten müssen Sie dabei natürlich immer, wenn Sie eine anders parametrisierte Kurve haben, sind Sie zum Zeitpunkt t natürlich auch woanders. Das können Sie jetzt nicht einfach 1:1 übersetzen. Wenn die Kurve zum Beispiel von 0 bis 1 läuft, dann sind Sie bei einer nach Bogenlänge parametrisierten Kurve bei 0,5 genau auf der Mitte. Das muss aber hier nicht so sein. Und für die Torsion gibt es auch eine Formel, die so halb kompliziert ist. Geschwindigkeitsvektor, Kreuzbeschleunigungsvektor, wie da oben. Das Ganze dann nochmal, das ist jetzt mit dem Mal, ist das Skalarprodukt gemeint, mal der dritten Ableitung. Und das geteilt durch das Kreuzprodukt aus Geschwindigkeit und Beschleunigung, was wir jetzt schon ein paar Mal ausgerechnet haben, davon die Norm zum Quadrat. Dazu vielleicht noch zwei Anmerkungen. Das, was hier oben im Zähler steht, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, je nachdem, was Sie in Ihren Mathevorlesungen so gemacht haben. Das nennt man das Spartprodukt, weil man nämlich damit das Volumen des Sparts ausrechnet, das von den drei Vektoren aufgespannt wird. Und das können Sie auch anders hinschreiben. Sie können das also einmal schreiben als Vektor A Kreuz Vektor B mal Vektor C. Sie können das aber auch schreiben als zum Beispiel die Determinante, die von den drei Vektoren aufgespannt wird. Das ist also so gemeint, dass A, B und C die Spalten der 3 Kreuz 3 Matrix sind. Und es gibt auch verschiedene andere Schreibweisen dafür, von denen sich aber keine so richtig durchgesetzt hat. Manche Autoren schreiben zum Beispiel sowas mit eckigen Klammern. Ist aber immer dasselbe damit gemeint, das Spartprodukt halt. Und das brauchen Sie, wenn Sie die Torsion ausrechnen wollen. Also ich sage nochmal, damit kann man das ausrechnen, ohne die Kurven auf Bogenlänge umzurechnen. Aber denken Sie dran, dadurch ändern Sie auch die Zeitpunkte. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist Start- und Endzeitpunkt. Die sind natürlich gleich. Und was vielleicht eine ganz gute Aufgabe wäre, Sie müssen das jetzt nicht herleiten, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber Sie können sich zumindest mal überlegen, stimmen denn diese Formeln mit dem überein, was wir letzte Woche gemacht haben, wenn ich für Alpha wirklich eine nach Bogenlänge parametrisierte Kurve einsetze? Also ein paar Dinge sind ja offensichtlich, zum Beispiel die Krümmung hier oben, wenn ich mir da den Nenner angucke, wenn Alpha nach Bogenlänge parametrisiert ist, ist diese Norm hier ja 1, das heißt ja gerade nach Bogenlänge parametrisiert, fällt der Nenner schon mal weg. Also man kann sich relativ leicht überlegen, wenn Sie das hinschreiben, was wir letzte Woche hatten, dass zumindest für den Fall, dass Alpha nach Bogenlänge parametrisiert ist, hier dasselbe rauskommt, was wir auch definiert haben letzte Woche und dass das nicht irgendwelche Formeln sind, die keinen Sinn ergeben. Das nur noch mal als kleiner Nachtrag und dann noch ein letzter kleiner Nachtrag zu diesem ganzen Themenkreis, weil es ja auch immer interessant ist zu sehen, inwieweit das mit den Anwendungen zu tun hat. Ich habe am Wochenende was in 3JS gemacht. Kennt das jemand? Schon mal gearbeitet? Also 3JS ist, ich würde mal sagen, die Standard-Library, wenn Sie WebGL im Browser anwenden wollen. Das ist so seit einigen Jahren das, was man benutzt, wenn man von JavaScript aus WebGL benutzen will. Und ich habe, das war mir vorher auch gar nicht klar, am Wochenende zufällig gesehen, dass einige Objekte in 3JS eine Methode haben, die den schönen Namen trägt ComputeFrenéFrame. Das heißt, die rechnen tatsächlich das Frenet-Frame aus. Das ist der englische Name für das begleitende Dreibein. Also genau die Sache, die wir letzte Woche gemacht haben, wird zum Beispiel auch in so einem Toolkit wie WebGL gebraucht. Wenn es zum Beispiel darum geht, um irgendwelche Geometrien, die man da definiert, ein Rohr drum zu legen, dann braucht man solche Geschichten. Können Sie sich ja mal anschauen.